Torhüter des SV Schmierheim, hier noch in Aktion, heute bei uns im Studio. Sport am Montagabend, herzlich willkommen. Unser Programm ist heute pickepacke voll, deswegen keine lange Vorrede. Das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Die Stimmung nach Schalke, der SC Freiburg ist nicht mehr Liga-Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Der ERC vor dem Playoff-Start, bei uns im Studio ist Vorstand Werner Kalin. Siegesserie fortgesetzt, die SG Köndringen-Thieningen schlägt auch Söfflingen. Bike-Arena spaltet Kirchzarten, Gegenwind für die Pläne der Mountainbiker. Und die Jugendkicker des SV Schmierheim hier noch in Aktion, heute bei uns im Studio. Ja, rund um den SC Freiburg will einfach keine Ruhe einkehren. Endlich gibt es nach dem 2:1 gegen Schalke wieder Grund zu feiern. Da brennt es plötzlich im Stadion. Sonntag früh ist im Marge-Solar-Stadion ein Feuer ausgebrochen. Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, entstand ein hoher Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Wegen der Club erst in 3 Wochen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, sportlich aber gibt es gute Nachrichten. Es geht wieder aufwärts beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga unter dem neuen Cheftrainer Christian Streich. Stark gespielt gegen Schalke, 2:1 gewonnen. Hoffnung macht sich wieder breit im Abstiegskampf. Jörg Wolters war gestern auf dem SC-Gelände und hat Stimmen eingesammelt. So ein Bundesligaspiel, das hinterlässt schon so seine Spuren. Christian Streich merkt man nach dem Schalke-Spiel an, dass der Job als Bundesliga-Trainer nicht der leichteste ist. Es ist, es ist schon anstrengend. Ja. Schon anstrengend. Aber andere Berufe sind ja auch anstrengend. Ein Besuch von Finke im Stadion sollte also zur Normalität werden. Wenn der SC dann noch gewinnt, umso besser. Zu Hause ist der Sportclub nun seit 4 Spielen ungeschlagen, doch auswärts hapert's noch. Viel Arbeit vor dem Gladbach-Spiel. Wir werden diese Woche nicht weniger Arbeit haben im Trainerteam als die Wochen zuvor und die Spieler auch nicht, weil es wird eine richtige Aufgabe, aber es ist einfach auch so, mit der Mannschaft und mit den Jungs macht es wahnsinnig Spaß und es lohnt sich, so hart zu arbeiten. Dann schauen wir, was rauskommt. Wir wollen ordentlich spielen, vielleicht sogar gut, wenn es geht. Ob wir dann einen Punkt holen, weiß ich nicht. Wenn Gladbach sehr gut spielt, dann können wir auch gut spielen und dann gewinnen die trotzdem. Ja, 21 Spiele und 21 Siege, das ist die beeindruckende Bilanz des EHC Freiburg. Ohne Punktverlust wurde die Hauptrunde in der Regionalliga Südwest beendet. Es scheint, als stünde der Meister schon vor dem Start der Playoffs fest. Jörg Wolters blickt noch einmal zurück auf die Hauptrunde und stimmt sie ein auf das, was da kommt. TV Südbahn Sport am Montagabend, herzlich willkommen. Unser Programm ist heute pickepacke voll, deswegen keine lange Vorrede. Das sind unsere Themen in der nächsten halben Stunde. Die Stimmung nach Schalke, der SC Freiburg, ist nicht mehr Liga-Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Hatten Gegenwind für die Pläne der Mountainbiker. Und die Jugendkicker des SV Schmierheim hier noch in Aktion, heute bei uns im Studio. Ja, rund um den SC Freiburg will einfach keine Ruhe einkehren. Endlich gibt es nach dem 2:1 gegen Schalke wieder Grund zu feiern. Da brennt es plötzlich im Stadion. Sonntag früh ist im Marge-Solar-Stadion ein Feuer ausgebrochen. Obwohl der Brand schnell gelöscht werden konnte, entstand ein hoher Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Wegen der 2 Feuerquellen stand für die Spurensucher bald fest, dass es sich um einen Anschlag handelt.
Ja, 21 Spiele und 21 Siege, das ist die beeindruckende Bilanz des EHC Freiburg. Ohne Punktverlust wurde die Hauptrunde in der Regionalliga Südwest beendet. Es scheint, als stünde der Meister schon vor dem Start der Playoffs fest. Ihr wollt das? Blickt noch einmal. Ja, ich darf jetzt begrüßen den ersten Vorsitzenden des EHC Freiburg. Schönen guten Abend, Werner Kalin. Schönen guten Abend. Herr Kalin, 21 Spiele, 21 Siege, macht's deutlich, ist Freiburg zu gut für die Regionalliga, oder? Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich meine, es wurde im Beitrag schon angesprochen, die Dominanz war wirklich da. Die war auch berechtigt da, würde ich sagen, weil wir in der Spitze und in der Breite halt einfach die beste Mannschaft waren bisher. Und das kann man auch ohne Überheblichkeit sagen. Manchmal waren halt einfach die Gegner das Problem, weil die das Niveau nicht hatten. Und Spiele, die 21-0 oder 19-1 ausgehen, die haben aus meiner Sicht einfach auf Dauer keinen sportlichen Wert. Das heißt, es wäre tatsächlich eine Enttäuschung, wie es auch im Beitrag jetzt schon angesprochen wurde, wenn es nicht klappt mit der Meisterschaft? Wenn es nicht klappt mit der Meisterschaft, wäre auf alle Fälle eine Enttäuschung. Also das braucht man sich dann hinterher auch nicht schön zu reden, wenn man alle geschlagen hat, mehr oder minder deutlich, dann kann man... Teams waren beim traditionellen Jugendturnier in Kippenheim mit dabei. Eindrücke von meinem Kollegen Daniel Laufer. Somebody. 38 Jugendmannschaften aus der Umgebung treten beim Hallenfußballturnier des SV Schmierheim gegeneinander an. Und die Veranstaltung in der Kippenheimer Mühlbachhalle hat Tradition. Bereits zum 18. Mal jährt sie sich und kommt bei den Nachwuchskickern gewohnt gut an. Von der D-Jugend bis zu den ganz Kleinen sind alle Altersklassen vertreten. Zwei Tage lang steht bei den Spielen der Spaß am Fußball im Vordergrund. Wenn Turnierbeginn ist, kommen sie. Wir stellen die Pokale schon im Schaufenster aus. Die kommen alle zu rennen und schauen, oh, Pokale, riesige Dinger, was ist jetzt das? Und dann fragen die schon, kriegt das nur der Erste? Sag ich, nee, jedes Kind bekommt etwas. Weil jedes Kind, das bei uns mitmacht, soll Spaß am Fußball haben. Es sind ja schließlich alle Sieger. Der Aufwand für den ausrichtenden Verein ist immens. Mehr als 50 Helfer sind im Einsatz. Der SV Schmierheim legt Wert auf professionelle Rahmenbedingungen. So ist eine Rundumbande im Jugendbereich keine Selbstverständlichkeit. Auch deshalb kommt das Turnier gut an. Im Schnitt muss jedes Jahr rund 20 Mannschaften abgesagt werden. Straße, super. Es kommt wahnsinnig gut an, natürlich für uns als Gemeinde auch ein Aushängeschild, wenn die Leute von nah und ferne herkommen, vor allem die Kinder natürlich, sich hier wohlfühlen, hier Spaß haben. Also für uns schon eine tolle Sache und wir freuen uns, dass es hier stattfindet. Der SV Schmierheim, gestern auch im Großeinsatz, heute zu Gast im Studio bei TV Südbaden Sport. Ja, bei uns im Publikum also der SV Schmierheim und zu mir gesetzt hat sich der Jugendleiter Wolfgang Fühner. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Fühner, es kam zum Beitrag schon rüber, Sie müssen jedes Jahr beim Turnier einigen Teams absagen. Warum ist denn das Turnier so beliebt? Ach, weil alle Kinder einmal einen Preis bekommen. Wie ich gestern im Beitrag gesagt habe, bei uns sind ja alle Sieger, die Kinder sollen Spaß am Fußball haben. Ja? Und die familiäre Atmosphäre, die wir einfach überbringen. Und das kommt sehr gut an. Der Zeitpunkt, wo wir hin, ist natürlich auch sehr günstig gewählt, wenn die Bezirksmeisterschaften rum sind. Dann haben wir noch ein Hallenturnier hinter dran. Und die meiste Mannschaft, die einmal vielleicht ausgeschieden sind, haben dann die Möglichkeit, noch ein Hallenturnier zu spielen. Wir haben Ihre Teams jetzt abgeschnitten oder sind Ergebnisse gar nicht so wichtig an so einem Wochenende? Ergebnisse sind nachher nicht immer so wichtig, aber unsere Teams sind sehr gut abgeschnitten. Bambini sind souverän Turniersieger geworden, die anderen haben sich im vorderen Tabellendrittel platziert. Ist das jetzt ein Turnier, was einfach nur schön für die jungen Kicker ist oder lohnt sich das auch für die Vereinskasse? Es lohnt sich auch ein bisschen für die Vereinskasse. Es ist so, wenn wir keine Sponsoren hätten, die uns ein bisschen unterstützen, wäre das finanziell eigentlich nicht tragbar. Deshalb bedanken wir uns auch immer wieder Sponsoren, dass die Preise praktisch die Kosten übernehmen für die Preise. Sonst wäre das nicht durchführbar. Jetzt haben Sie gleich die Möglichkeit, beim Hilzinger 1.000-Euro-Schuss die Kasse noch ein bisschen aufzubessern. Was würden Sie denn mit dem Geld anstellen? Haben Sie schon was überlegt? Nö, da haben wir uns eigentlich nichts überlegt. Wir lassen uns überraschen, ob unser Schütze hier was trifft. Und dann schauen wir, was rauskommt. Wir haben ganz prominenten Schützen, das werden wir gleich verraten. Also die Spielregeln. Hilzinger 1.000-Euro-Schuss, bitteschön. Ja, Matthias Gutbrot steht bei mir, Bürgermeister der Gemeinde Kippenheim. Also, da wollen wir mal sehen, wie sportlich der Bürgermeister ist. Drei Versuche haben wir. Kräftig anfeuern. Erster Versuch für 1.000 Euro, bitteschön. Die goldene Mitte. In der Probe hat es schon ganz gut funktioniert. 500 Euro sind noch möglich. Zweiter Versuch, auf geht's. Nochmal anfeuern. Aber war schon näher dran.
Ein Versuch haben wir schon. Wer trifft nicht, heißt schon von der Tribüne. Also letzter Versuch, 100 Euro noch möglich. Nicht ganz geklappt. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke für den Besuch im Studio an den SV Schmierheim. Das war schon wieder von TV Südbahn Sport für heute. Würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Dann berichten wir unter anderem wieder über den SC Freiburg und die USC Eisvögel. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche. Ciao.